Ja, Don't I Kenny, die Frage, wie es mir geht, besser, noch nicht 100% Erlebt. gut. Ich kämpfe noch mit Corona, aber ich nehme jetzt gleich mal wieder was gegen den Husten. Und zwar Lutschtabletten. Marken dürfen ja nicht genannt werden. Ich kann euch sagen, sie ist gelb. Sie ist gelb und schmeckt nach Zitrone. Und Honig. So. Falls es jemand weiß, was es ist. Es ist ein Nimm zwei, es ist überhaupt kein Halsbomber. Ja, genau. Deswegen nehme ich gleich zwei davon. Shit, dann gute Besserung dir. Ich hoffe, es wird schnell besser. Ich hoffe. Also, nochmal. Mich stört nicht das schnell besser. Mich würde stören, wenn irgendwas übrig bleibt oder irgendwelche Nachwehen. Wie heißt das nicht Nachwehen? Wehwehchen, Nein, Nachwehwehchen. nein. Wie heißt das? Nachwirkungen. Nachwirkungen, Nebenwirkungen, nee, Nebenwirkungen ist auch nicht. Spätfolgen, Spätfolgen, genau. genau. Hier. Don't I Kenny weiß genau, der ist auf meiner Wellenlänge. Der wusste, was ich gesagt sagen wollte. Oder bleibende Schäden, genau, Lumi. Ja, Wenn ich. bleibende Schäden, da hat Hutz schon genug von. Nee, ich hab andauernde Schäden, also länger andauernd. Ob die bleiben, weiß ich nicht. So, ich wollte ja noch was kaufen, haben wir gesagt. Wir haben ja gesagt, zwei Feuerzeuge. Zwei Folge Feuerzeuge für Klasse 7. So Leute, willkommen zurück zu Phasmophobia. Wir machen ein Farmhaus. Ja. In Bladesdale. Oder Nicht in der Mittelhofer Street? Bleasdale. Bleedale. Leasdale Ja, Farm. Bleasdale. Das ist nein. Kein Farmhaus in the middle of a street. Und los geht's. Lumi meint, ihr habt mich trotz meiner Schäden gern. Das finde ich aber nett. Aber das haben die anderen gar nicht gehört. Muss ich jetzt den Bisa und den Wolf fragen, wenn sie drin sind. Ja, was sollst du mich fragen? Lumi sagte, hatte den Wolf gefragt eigentlich. Wolf, wir haben den Rothund aber trotz seiner Schäden gern. Ja. Das war eine Stellung. Aber gut, dann nein. So, wir haben hier in den Geist mit einem Kruzifix daran, sie heimzusuchen. Also eine Wolfaufgabe. Habe ich Entkommen schon Sie dem gelernt. Geist während der Jagd. Das ist eine Bisa-Aufgabe. Stellen Sie die Anwesenheit des Geistes anhand eines Bewegungssensors fest. Gut. Das lassen wir Exo machen, ich bleib hier im Truck, damit ich diesmal nicht sterbe. Ich nehme erstmal Schlüssel mit. Schon wieder. Was brauchst du denn nochmal dafür? Was war denn hier dieses, das da Da unten? unten diese mit dem roten Punkt drauf, genau. Okay, dann nehme ich doch mal eins mit. Ich hab ein EMF-Gerät. Impf? Ein Impf? Haben Sie einen Impf dabei? Gib uns ein Zeichen. Geben Sie uns Zeichen eines. Wo sind Sie? Wie alt sind Sie? Wo bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Leute, oben Bad. Wo bist Tür war du? schon offen, als ich gekommen Wie alt bin, bist und ich du? hatte beim Reingehen 10 Grad. Okay. Wo bist du und warum ist das Toilettenpapier leer? Wo bist du? Wie alt bist du? Werfe etwas. Wo bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Das Bad hier ist deutlich kühler als Wo bist draußen. du? Gerade Wie nicht. alt bist du? War doch meistens okay. Ach, hier das Bad. Ach Ja. so, ich war in dem ersten Bad. Das ist um die 15 Grad. Wo bist du? Wie alt bist Ja, es geht du? immer mal wieder hoch gerade. Wo bist Aber wie du? gesagt, als ich Wie alt reingekommen bin, bist war es du? 10. Könnt ihr einmal kurz Gib rausgehen, uns ein damit ich mit ihm reden Zeichen. könnte?
Einmal bitte Bad verlassen. Ich brauche nur meine 5 Minuten. So, wir sind jetzt ungestört. Wie alt bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Willst du mit uns spielen? Okay, dann eben nicht. Mich mag er nicht. Ups. Haben wir schon die Sicherung reingemacht? Mich mag er nicht. Muss jemand. Also doch im anderen Badezimmer. Ja, toll, jetzt ist er hier. Jetzt sind es 3 Grad. 2 Grad. 1 Grad. Gib uns ein Zeichen. 3 Grad. Das war echt. Ja, es stagniert hier, aber ja, das ist. Also da, hier ist es kühler als im anderen Bad. Wo bist du? Ja. Wie alt bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Und warum ist das Licht an? Mach aus. Ich lass es mal oben. Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Willst du mit uns spielen? Also mich mag er nicht. Mit mir will er nicht reden. Da, nimm. Ich gebe ihm noch ein Buch. Schreib ins Buch! Oh. Was? Oh. Hast mich jetzt erschrocken, weil ich im Journal drin war. Ich gehustet hab? Ja. Ja, ich bin. Es tut mir leid. Aber ab und an muss man auch alles mal husten. Gut. Ich möchte mal so ein komisches Mikro aufstellen. Wieder drin. Quietsch, 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 quietsch. Wunderbar. Ich möchte das noch. Der Geist hat Aktivitätsstufe 5 erreicht. Der Geist wirft irgendwie im Gang Sachen rum. Kann das sein, dass das ein Ganggeist ist? Ein Orb im Bad. Wir haben einen Orb im Bad. Ein Orb ja, im... ja, kann ich bestätigen vom PC aus. Orb im Bad? Ja. Der ist ja gerade am Fenster im Gang. Ah ja, ich sehe ihn gerade. Ich hab ihn gesehen. Beweis. Geist der Orb im Bad. Wir haben nur bis jetzt den Orb, oder? Ja. Und er ist durch den Bewegungssensor. Also er ist im Bad. Ja. Bewegungssensor. Dann brauchen wir den Kruzifix noch. Kruzifix, oder liegt mal. Liegt drin. Also ein Kruzifix liegt drin. Du kannst gerne das zweite noch. Nee. Wir brauchen definitiv auch noch mehr Dings und Bumsen und Gibt es jetzt, danke. Ding, 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 ding. Hand auf Druck. Ah. Warum kann ich die Kamera nicht auf Nachtsicht machen? Fingerabdrücke. Ne, gehört. Na, wenn wir das haben. So, dann schauen wir doch mal nach. Fancy Handrücke und Ubake. Aber Ubake war doch, glaube ich. Genau. Ja, wobei, könnte nur Ubake sein. Aber da müssten wir. Was sagt denn der Ubake? Ubake? Noch einen sechsten Finger finden. Da war noch ein Finger. Warum noch einen sechsten? Und da, wir hatten gerade eine normale Hand. Stimmt. Anzu hatten wir. Die Kälte scheinen sie aggressiver und stärker zu sein.
Gut, bei Wärme bewegen sie sich langsamer, alles klar. Obacke sind. Was hatten wir noch? Obacke. Handtuch, Obacke und. Aber Obacke steht hier, furchterregender Gestaltswandel, der viele Formen annehmen können. Ja, man hat gesehen, wie sie humanoide Formen annahmen, um ihre Beute anzulocken. Da steht doch gar nichts von sechs Fingern. Doch bei Schwäche, beobachte mal das trotz. Hinterlässt einzigartige Spuren. Genau, und sechs Finger ist eine einzigartige Spur bei ihm. Ja, aber vielleicht, will er ja diesmal eine andere Spur legen. Ich nehme mal Temperatur mit. Das war ich, ich huste. Eine Kamerastörung. Ich hatte kurz Kamera. Ja, ja, er stand an der Treppe. Ah, okay. Also er war nicht sehr zufrieden, dass ich seinen Finger abgeholt habe. Wir haben Dots, das ist eine Banshee. Okay, dann gehe ich nie wieder rein. Das ging jetzt aber schnell. So, kurz fix und Jagd. Frage ist, wen von uns hat sie am liebsten? Also was mich? Ich war eben als Einziger drin. Okay, ja dann. So. Also was haben wir noch dort? Ja, Hutz. Also Dots hatten wir jetzt noch gesagt, haben wir. Ja. Genau. Hat der Dots gelaufen. Okay. Der gute Dotti. Gut, dann geh ich mal rein. Bis gleich. Ja, dann gucken wir uns doch mal das Ganze an. Hey, Bisa hat doch bestimmt eine... Bisa war nie mehr gesehen. Bisa hat bestimmt eine Headcam rein. Komplette drinne? Ja, Hammer. Ja, ich hab eine. Ja, dann gucken wir dir doch zu. Das ist der Biese. Da die anderen da sind, ja. In den Empfangsraum ausgelöst. So, dreckiges Wasser haben wir auch noch. Können wir fotografieren. Beide kurze Fix. Hast du das dreckige Wasser fotografiert? Ich komm. Exo kommt. Gut, die Banshee will ja sowieso. Nur wahrscheinlich einen von den zwei, hoffe ich. Bei meinem Glück wollte wieder mich. Geh ich rein, dann bin ich wieder tot. Darfst du nicht wollen, ich hab das Equipment gestellt. Bin streng dagegen, dass ich mich will. Soll ich mich fürs Team opfern? Muss natürlich auch reingehen, aber ich nehme an, sie will Visa. Visa, du musst sie ein bisschen reizen. Wir haben keinen Ausschlag. Sehr interessant. Die Dame heißt Judy Kemper. Wir haben Ausschlag, aber mehr reizen. Ja, also wir haben zumindest schon mal drei. Fragst du, da klinge ich jetzt normal? Immer mal wieder hast du einen Kratzer drin, aber nicht so tragisch. Okay. So, ich gehe jetzt zum Bisa. Mal gucken, ich helfe mal. Wir opfern uns fürs Team. Lisa, komm zur Unterstützung. Bring mir noch mal Räucherstäbchen mit, bitte. Judy! Was, Räucherstäbchen? Okay. Ja, falls er in Hand geht, dann kann ich ihn abwehren. Okay, Leute, ich hole erst ein Räucherstäbchen, ich komme wieder zurück.
Komm wieder zu uns. Also, Feuerzeug, Räucherstäbchen. Feuerzeug hast du schon? Komm zu mir. Ja. Möchtest du dann zweimal Räucherstäbchen? Wenn du willst. Ja, bring mal zweimal mit. Dann kriegt er den Herzen im Nessen hinein. Anstrengend hier. Isa, Ihre Räucherstäbchenlieferung ist eingetroffen. Okay, komischerweise, ich musste Angst haben, weil bei mir hat's angefangen zu flackern, das Licht. Hier hast du deine Räucherstäbchen. Ja, bei mir auch. Danke. Da hast du nochmal eins. Jo, danke. Oh, die Tür geht langsam zu. Ja. Machst du wieder auf. Bring dich in Sicherheit. Jemals. Shuri Camper, komm, du willst mich doch jagen. Harmlos gerade, mach die mal wütend. Shuri Camper, ich hasse dich. Judy, Judy Camper, komm raus. Judy, Judy, Judy. Komm raus. Judy Camper. Hand, Angst, Verderben. Böse Frau. Ich hasse dich. Judy, du bist total behaart. Ich Judy seh's an deinem Camper. Damenbart. Judy Camper, komm raus. Hol mich. Judy, welche von den hässlichen auf dem Bild bist du? Bist du die, die so ein bisschen farblich ist? Bestimmt. Judy Camper. Judy, ich klau einfach dein Toilettenpapier. Toilettenpapier ist total wichtig. Und wenn du kein Toilettenpapier hast. Wüten, Mann. Judy, du blöde Kuh, jetzt bring endlich mal irgendwen um. Die Judy will nicht. Judy. Judy Camper. Schau mir das an. Oh, Judy. Hey, jetzt komm schon, Judy. Vielleicht ist keine Judy, vielleicht ist es ein Jude. Ein Jude Love. Vielleicht will sie ja. Vielleicht will sie auch einfach Exo. Hi, Judy. Natürlich sein. Oh, Judy. Warum hast du kein Gewissen? Oh, Judy. Ja. Achso, ich wollte noch das letzte Toilettenpapier klauen. Jetzt sind drei von uns drin, Judy. Also jetzt hast du Jackpot. Ja, mehr Jack als Pot. Ja. Upp. Judy, komm. Klau dich uns. Klau dich uns? Dich. Ja. So. Ja, auch klar, wir schmeißen das Toilettenpapier weg. Ja, bei euch piepst du. Judy, komm. Ja. Nimm dich. Judy. Klau mich weg. Versuch doch. Töten, töten, töte ihn, töte ihn. Guck ihn dir an, er ist so appetitlich. Hab so viel Angst. Was, wenn jetzt deine Hand losgeht? Was sollen wir dann nur machen? Dann muss ich deine Bierflaschen hier alle runterschmeißen. Und deine Dosen. Und mich vor Judy Camper verstecken. Die so alle Camperin. Und Judy, die noch nicht mal campen konnte. Weißt du, heißt Judy. Camper und kann nicht campen. Ja, klar. Judy, komm doch. Ja, das war ein... sie hat ausgelöst. Sehr gut. Ach, Exo ist reingekommen. Cool. Ja, wahrscheinlich deswegen hat sie ausgelöst. Es ist nichts passiert. Ja, dann ist sie wegen dir. Dann wollte sie eigentlich nicht dich. Weil wir waren die ganze Zeit drin, du bist reingekommen, es passiert was. Ich hab 0%, also mich hätte sie schon dreimal weggehandelt. Ja. Benji hab ich.
Ja, ja, Benjo. Ich sag Benjo, Benjo. Lumi, viel Spaß dir noch, schönen Abend dir auch und danke, dass du dabei warst. Jo. Alle haben Benji? Ja. Ja. Dann geht's jetzt ab nach Hause. Nach Hause? Und endlich dürfen wir heim. Welcome back. War eine Band. Ich und wir haben immerhin $100 gekriegt. Was für eine Entlohnung dafür, dass wir unser Leben riskiert haben. Ja, wir haben die Aufgabe 4 und wir haben den Knochen nicht gefunden. Hä? Haben wir nicht? Wir haben den Knochen nicht gefunden. Knochen. Nein! Es war im Haus davor. Verdammt. Oh, wer stellt jetzt das ganze Zeug? Ich hab's gestellt. Also, ja, nicht ich alles, aber rein. Viel. Ja, ich hab den Rest reingemacht. Ja, ihr wisst schon, wir arbeiten von links nach rechts. Bedeutet, das heißt, was ist jetzt dran? Achso, Moment. Danke fürs Zusehen, lasst uns ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Part, wenn wir erfahren, was drankommt. Bis dann, tschüss. Tschüss.